Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu meinem Weihnachtsvideo. Ich wünsche euch wundervolle Weihnachten und ich hoffe, es geht euch gut und ihr könnt diese Tage mit euren Liebsten genießen und es euch richtig gemütlich machen. Das habe ich auf jeden Fall vor. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, ist es Zeit auszupacken. Ich habe wieder ein Paket bekommen. Es ist ja schon Tradition, jedes Jahr, wenn ihr mich mit dieser Mütze seht, dann ist wieder All You Can Read Weihnachtswichteln angesagt. Und ich habe mein Päckchen hier, ich bin bewaffnet und jetzt packen wir gemeinsam aus. Gezogen hat mich dieses Jahr die liebe Claudia von Book Butterflies. Ihr könnt ja mal reinschauen in die anderen Videos. Ich verlinke euch die Mädels natürlich, wie immer, in der Infobox. Und dann auch sehen, bei wem ich denn Weihnachtswichtel war. So, ich habe das Paket vorher schon mal einmal geöffnet und jetzt könnt ihr sehen, was drin ist. Es ist schön verpackt. Claudia macht sich da immer sehr viel Mühe. So, sieht das nicht schön aus? Sehr, sehr weihnachtlich. Lieben Dank, Claudia. Ich freue mich riesig. Hattest du mich nicht letztes Jahr oder vorletztes Jahr auch gezogen? Irgendwie schwant mir da was. So, hier steht auf der Karte, erst die Geschenke öffnen, dann die Karte lesen. Alles klar, ich werde mich an den Plan halten. Als erstes kommt mir hier ein kleines Paket entgegen. Das ist nicht schwer, da ist ein schöner Baumanhänger dran. Den kann ich nachher direkt mit an den Baum hängen. Da oben seht ihr, ich habe auch grüne Kugeln dran. Das passt hervorragend, Claudia. Habt ihr dieses Jahr Weihnachtswünsche? Ist bei euch irgendwas an buchigen Wünschen unterm Weihnachtsbaum? Ich hatte eine Liste geschrieben mit kleinen Geschenkideen für meinen Wichtel. Und da waren natürlich auch ein paar Bücher drauf. So, zack. Und ich bin mal gespannt, ob Claudia davon eins genommen hat. Ganz unten, das sieht von der Form her doch nach einem Buch aus. So, jetzt schauen wir mal hier rein. Das sieht mir doch nach einem Tee aus. Jawohl. Es ist Taste My World Bio-Tee. Ach super, da sind vier verschiedene drin. Norwegen, Frankreich, Afrika und Bali. Also vier verschiedene Bio-Tees aus aller Welt. Da werde ich mich durchtesten. Ich freue mich. Lieben Dank. Ich liebe Tee im Winter und der wird auf jeden Fall ausprobiert. Aber noch nicht genug mit Tee. Ich habe hier noch was von Pukka drin. Die kenne ich tatsächlich, die Sorte Three Mint. Da sind drei verschiedene Minzsorten drin und ich mag Pfefferminztee echt gern. Deswegen auch der ist voll mein Geschmack. Dann ist hier sowas Großes und das könnte ein Duschgel oder sowas sein. Ich mag ja solche Sachen, die sich verbrauchen, total gerne. Yay! Und es ist tatsächlich einer meiner absoluten Lieblingsdüfte von Rituals, ein Duschschaum. Der Duft ist mit Lotus und Jujube. Ich weiß nicht, was es ist. Ritual of Jing. Auf jeden Fall riecht das unglaublich lecker. Und ich mag die Duschschäume von Ritual total gerne. Da freue ich mich, denn das ist nie weg. Und ich glaube, ich habe tatsächlich eins auch gerade nahezu aufgebraucht. Also kann der demnächst direkt in die Dusche wandern. Und hier kommt ein Säckchen, viereckig und das wird ein Buch sein. Da bin ich mal gespannt, was du da genommen hast von der Wunschliste. Es ist auf jeden Fall ein Taschenbuch, kein Hardcover. Ich mache es mal so. Hier oben ist so ein Schleifchen und dann kann man den Sack so aufziehen. Könnt ja mal reinlunkern. Oh, da ist nicht nur ein Buch drin, so wie es aussieht. Wir schauen zusammen. Ich hoffe, ich habe jetzt das Cover vorne. Mal gucken. So, Achtung, fertig. Los. Oh ja, da kommt mir noch mehr Tee entgegen. Ja, aber auf dem Kopf, ne? Es ist... Hier sind noch mehr Tees drin.
Ein Krimi. Juhu. Also nochmal Tee. Neuseeland habe ich noch dabei. Also noch mehr leckere Sachen. Lemon Ginger, Manuka Honig von Pukka, den kenne ich auch noch nicht. Oh, ich freue mich. Ingwer Honigtee trinke ich super gerne. Mache ich mir auch oft selber mit frischem Ingwer. Und jetzt kommt der Krimi. Höllenkalt von Lilja Sigurðardóttir. Ich habe keine Ahnung. Lilja Sigurðardóttir. Ein Island-Krimi. Ich bin sehr gespannt drauf, denn der wird sehr hoch gehandelt unter den skandinavischen Krimis. Ich bin super gespannt drauf. Höllenkalt soll sehr düster sein. Hier hat sich scheinbar noch ein kleines Lesezeichen gebastelt. Ist das nicht süß? Och, wie süß. Ja, da freue ich mich sehr. Das wird direkt im Buch verbleiben. Und ich lese euch mal den Klappentext vor. Eine junge Frau verschwindet spurlos und ihre Schwester riskiert alles, um sie zu finden. Aurora Jonsdottir lebt in London und ist Ermittlerin im Bereich Wirtschaftskriminalität und sie ist sehr gut in ihrem Job. Privat ist Aurora eher eigenbrötlerisch. Zu ihrer Familie hat sie wenig Kontakt. Doch dann bittet ihre Mutter sie, nach Island zu fahren, um nach ihrer älteren Schwester Isa Fol zu sehen, die sich seit längerem nicht mehr meldet. In Reykjavik befragt Aurora Nachbarn, stellt Isa Fols zwielichtigen Freund Björn zur Rede, aber je tiefer sie in Isa Fols Leben eintaucht, desto mehr Ungereimtheiten ergeben sich. Wurde Isa Fol Opfer eines schrecklichen Verbrechens? Ein ausgezeichneter Kriminalroman mit faszinierenden Charakteren und einem aufregenden Plot. Ja, zwei Schwestern, das hatte mich angesprochen und dann Island. Hier ist die Autorin noch mal zu sehen. Sehr interessante Frau, finde ich. Coole Optik. Und sie ist in Island geboren, 1972, aber in Mexiko, Spanien und Island aufgewachsen. Also scheint sie richtig rumgekommen zu sein in ihrer Kindheit. Ich bin mal gespannt, wie sich das abfärbt auf ihre Krimis und freue mich jetzt auf Höllenkalt. Das passt gerade so richtig in mein Krimi-Fieber. Ich lese gerade super gerne Krimis und da freue ich mich. Ich hoffe auf einen unblutigen, düsteren, skandinavischen Krimi. So, und jetzt darf ich zum Schluss hier auch noch die liebe Karte auspacken von Claudia. Schauen wir mal, was sie mir da geschrieben hat. Oh ja, eine sehr, sehr süße, glitzernde Weihnachtskarte. Herrlich, das ist so nostalgisch, das ist schon wieder cool. Liebe Sarah Sophie, zum Weihnachtsfest wünsche ich dir und deinen Liebsten eine Zeit voll Erholung, funkelnden Augen, ein paar Schneeflocken, man wird ja noch träumen dürfen und natürlich ganz besonders wichtig für uns Bücherverschlinger, Zeit für tolle Buchschmöker. Bei dem Island-Roman habe ich mich auch angesprochen gefühlt, sodass es dieser geworden ist. Hashtag Islandliebe. Das Farbschema sollte zwar ganz anders werden, aber sie selbst. Meinen Kanal solltest du in den Tagen nach Weihnachten im Blick behalten. Hashtag Behind the Scenes. Ich bin gespannt, Claudia. Liebe Grüße auf noch unendlich viele Weihnachtsjahre, Claudia. Auch ganz lieben Dank. Ich bin mal gespannt. Ja, klar, es passt vom Farbschema nicht so ganz zusammen. Da hast du vollkommen recht. Aber macht überhaupt nichts. Ich freue mich, dass es Island geworden ist. Und wenn es dich auch angesprochen hat, dann berichte ich exklusiv, wenn ich es gelesen habe und werde dir mal eine Sprachnachricht schicken, wie mir denn der hier gefallen hat. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich. Es war ein richtig schönes Paket mit allem, was ich liebe. Ganz viel Tee, einem schönen Duschschaum, den ich auch sehr, sehr mag. Und ich werde mich dann in die Badewanne verkrümeln, den Tee auf die Seite stellen und dann höllenkalt anfangen. So sieht für mich ein perfekter Abend aus. Und ich freue mich, dass ihr auch wieder mit dabei gewesen seid bei diesem kleinen Auspack-Wichtel-Video. Ihr könnt mir ja gerne mal einen Kommentar schreiben, was bei euch unter Weihnachtsbaum gelegen hat. Auch die nicht-buchigen Geschenke interessieren mich natürlich sehr. Und vielleicht denkt ihr ja auch ein bisschen an die Menschen um euch herum, die vielleicht einsam sind, die vielleicht alleine sind. Nicht allen geht es so wie uns im Moment auf dieser Welt. Und da an die möchte ich ganz besonders denken und auch an in meine Weihnachtsgebete mit einschließen, dass es da einfach Menschen gibt, denen die Freude an Weihnachten fehlt. Und deswegen schicke ich ganz, ganz herzliche, warme, von Herzen kommende Grüße auch an alle unter euch, denen es heute nicht so gut geht. Also,
frohe Weihnachten, gesegnete Weihnachten und bis zum nächsten Video, wenn ihr mögt. Macht's gut, meine Lieben, und frohes Lesen.